Hallo zum neuen Video, heute die Diätküche nicht. Nein, absolut nicht. Es gibt einen Bust Burnt Cheesecake oder auch bekannt als San Sebastian Cheesecake. Der hat es ordentlich in sich. Wir haben dafür zum einen hier 850 Gramm Frischkäse und 300 Gramm Zucker. Das reicht uns aber noch nicht, denn hier ist noch ein halber Liter Sahne drin. Dann etwas Mehl, aber nur 50 Gramm. Also der wird ganz, ganz luftig und cremig. Mit dabei hier in dem Schüsselchen noch etwas gemahlene Vanille. Man kann alternativ auch das Mark einer ganzen Vanilleschote verwenden. 5 Eier der Größe L und hier ist Salz. Da brauche ich natürlich nicht alles, sondern nur so eine Prise bzw. ja ein Drittel Teelöffel. Ich fange an damit, erstmal alles in die Küchenmaschine reinzutun. Und zwar starte ich zum einen hier erstmal mit dem Frischkäse und dann dem Zucker. Die zwei Zutaten lasse ich jetzt erstmal auf niedriger Stufe laufen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Es dauert etwa so 2 bis 3 Minuten, also nicht volle Kanne Gas geben, sondern einfach nur langsam laufen lassen. Ab und an mache ich dann die Maschine wieder auf, nehme einen Teigschaber und streiche am Rand etwas von der Masse runter. Die kommt natürlich durchs Mixen langsam nach oben, dass alles schön gleichmäßig verrührt ist. Und dann lasse ich es weiterlaufen, bis einfach auch keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Wenn ich soweit bin, kommen jetzt nach und nach die 5 Eier rein, natürlich ohne Schale. Ich sage es nur deswegen so blöd, weil ich im Kochkurs immer wieder gefragt werde, wenn ich sage, hier bitte 2 Eier rein, ja mit oder ohne Schale. Naja, das sind die Späße, die man jeden Tag hört. Wie auch immer, also 5 Eier kommen rein, aber nicht auf einmal, sondern einzeln. Und nach jedem Ei lasse ich die Maschine nochmal für 20 Sekunden laufen, damit es wirklich richtig schön durchgedreht wird. Und schiebe dabei auch ab und an wieder den Rand ein bisschen runter, dass wir einfach eine richtig schöne gleichmäßige Masse haben. Während ich das tue, beziehungsweise bevor ich das mache, schalte ich noch meinen Backofen an auf Ober- und Unterhitze 200 Grad, dass er schon mal vorheizen kann. Und bei der Geschwindigkeit nehme ich jetzt nicht mehr Stufe 1, sondern Stufe 2, also ein bisschen schneller. Wenn die Eier jetzt drin sind und jedes Ei so für 20 Sekunden mit da durchgemixt wurde, kommen jetzt die weiteren Sachen mit rein. Zum einen 1/3 Teelöffel Salz, dann unsere Vanille und der halbe Liter Sahne. Und das rühre ich dann weiter, bis da eine richtig schöne gleichmäßige Masse entstanden ist. Und auch hier gehe ich nochmal wie vormals mit dem Teigschaber am Rand entlang, weil sich da auch gerne dann etwas von der Vanille absetzt. Und dann rühre ich das nochmal weiter für etwa 3 Minuten. Die Grundmasse ist fertig. Jetzt nehme ich ein feines Sieb, die 50 Gramm Mehl und siebe jetzt einmal das Mehl hier mit dazu, damit es einfach keine Klümpchen gibt und sich das Mehl dann viel besser verteilen lässt. Und arbeite dann mit einem Schneebesen weiter und rühre jetzt hier das Mehl noch schön unter, so lange, bis ich dann keine Klümpchen mehr vom Mehl sehe. Das Rezept ist ausgelegt für eine hohe Springform mit einem Durchmesser von 22 cm. Das hat natürlich nicht immer jeder zu Hause. Da nimmt man eben alternativ Male mit 24 oder mit 26 cm, weil wahrscheinlich haben die wenigsten alle Formen, die es in irgendwelchen Rezepten gibt, zu Hause. Ich nehme deswegen immer gerne so einen Ring. Der ist einmal viel flexibler und den kann ich mir auch anpassen. Und wenn ich jetzt 22 cm brauche, setze ich einfach hier einmal kurz ein Lineal an und schiebt dann einfach diesen Ring zusammen und kommt so recht gut eigentlich immer auf die Größen, die ich brauche, die es auch in irgendwelchen Rezepten gibt. Da haben wir schon 22 cm, dann ziehe ich einfach hier rum, damit es schön abschließt, drückt noch einmal ein bisschen zusammen, dass es schön rund wird
Und dann war es das auch schon. Mit so einem Ring zu arbeiten hat natürlich auch einen Nachteil, man hat keinen fixierten und festen Boden. Deswegen nehme ich jetzt ein Backblech und mache meinen Ring gleich drauf und zeige euch, wie ich dann damit arbeite, dass mir im Idealfall der Teig nicht unten rausläuft, weil wir ja keinen Boden machen. Einmal ein Backblech, dann meine Backform, also der Ring. Und jetzt schneide ich mir aus dem Backpapier zwei relativ lange Stücke aus, die auf jeden Fall so lang sind wie der Durchmesser, die 22 cm, plus eben nochmal den Rand. Das heißt, zwei Stücke brauche ich in dieser Größe. Und ich reiße Backpapier nie, ich schneide das immer mit einer scharfen Schere. Ich hasse es nämlich, wenn Backpapier an den Rändern so irgendwie ausgefranst ist oder nicht gerade abreißt. Und mit einer scharfen Schere muss man auch gar nicht viel machen. Da reicht es, wenn man die einfach nur einmal ansetzt und dann schön nach vorne durchzieht. Jetzt mache ich Folgendes, dass ich das Backpapier nehme und erstmal verknülle. Und zusammengeknüllt kommt das unter das Wasser. Denn dadurch wird es ganz schnell weich und so kann ich es dann richtig schön in meiner Backform auslegen und komme auch super in die Ränder rein, wo sonst immer die Schwierigkeit besteht, dass es ja in irgendeiner Form ja ein bisschen Luft drunter hat oder nicht schön abschließt. Jetzt ist es richtig weich. Ich falte es wieder auseinander und beginne jetzt einfach dieses Backpapier hier einmal mit den langen Seiten nach rechts und links von mir aus gesehen hier in die Form reinzulegen. Und kann es auch immer schön unten am Boden das Ganze etwas auskleiden. Und da ich natürlich hier an den Seiten jetzt nicht so ein langes Stück habe, lege ich das zweite noch genau anders liegend, also die langen Stücke in die Richtung da rein. Beginne auch hier erstmal mit der Mitte. Am Rand halte ich es dann immer leicht hoch, dass ich das untere Backpapier nicht runterziehe. Wenn ich das habe, kann ich dann hier meine Masse einfach schön hier reinlaufen lassen. Und so kommt dann der Kuchen in den Backofen, die letzten 10 Minuten aber überwacht. Der soll dunkel werden oben, aber natürlich nicht komplett verbrennen. Deswegen muss man da immer etwas schauen. Der Käsekuchen ist also im Ofen auf der mittleren Schiene. Ich habe den Timer nur auf 50 Minuten gestellt, denn die letzten 10 Minuten, wie gesagt, die muss man immer etwas kontrollieren. Und der sollte später nach dem Garen so sein, dass die Oberfläche zwar fest ist in der Mitte, aber wenn man leicht an dem Backblech rüttelt, ja immer noch der Kuchen etwas schwimmt. Man kann ihn übrigens auch ganz toll einfrieren, wenn er runtergekühlt ist. Da bietet es sich an, den am besten ohne Backpapier dann so in eine freie Schublade von der Gefriertruhe zu tun. Da 4-5 Stunden drin lassen, dass die äußere Schicht schon mal richtig fest wird. Ihn dann schön einpacken in einer Frischhaltefolie und dann wieder weiter einfrieren. Und auftauen kann der innerhalb von einem Tag im Kühlschrank. Also so einen Kuchen zu Hause zu haben, besser als Koppenrad und was auch immer. Der Käsekuchen war jetzt in Summe genau 55 Minuten im Ofen. Das reicht mir völlig aus. Wie gesagt, nach 50 Minuten schauen, wie die Bräunung ist. Er soll wirklich richtig dunkel werden, aber nicht verbrennen. So schaut er jetzt aus. Er ist also richtig schön hochgegangen. Deswegen ist auch wichtig, dass man eine hohe Backform hat. So lasse ich den Kuchen jetzt erstmal für eine Stunde auskühlen. Und nach dem Auskühlen kommt er dann für mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank. Im Kühlschrank decke ich den aber nicht ab. Der soll wirklich die Wärme, die er noch in sich hat, abgeben und die Oberfläche etwas fester werden. Der Kühlschrank hat seine Schuldigkeit getan. Jetzt geht es darum, das Ganze hier auszupacken. Dafür nehme ich das Backpapier einfach hoch und kann dann diesen Ring einfach nach oben komplett abnehmen. Ist also überhaupt gar kein Problem. Dann falte ich hier etwas auseinander. Den setze ich einmal um und kann auch einfach hier mit etwas Spannung am Backpapier hochnehmen und dann rübersetzen und anschneiden.
So schaut er aus. Also richtig toll, cremig, hier ganz arg saftig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Der Kuchen lohnt sich wirklich. Der hat auch noch so eine leicht cremige Konsistenz. Der Zucker karamellisiert durch das Backen. Wirklich sehr, sehr lecker und auch wahnsinnig intensiv. Also mehr als ein Stückchen kann ich davon nicht essen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.